Was war das denn? Ostern, wie? Ja, hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spenzer TV. Und zwar zur österlichen Zeit. Ich will euch dann auch ein kleines Osterei präsentieren. Naja, also jedenfalls das, was noch so übrig geblieben ist. Nicht vom letzten Jahr, von dem, was ich jetzt so gesucht habe. Ja, und da spielt heute mal zur Abwechslung ein nicht unbekannter Assistent eines nicht unbekannten Spenzers eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Und zwar der gute Elvis. Der hat's heute nicht ganz einfach, um es mal so auszudrücken. Und so seine Erwartungen. Übrigens nur am Rande, und das hat was zu tun mit diesen Geschichten von mal gesperrt und mal nicht gesperrt, wenn ich mal irgendwie was wieder hochgeladen habe, beziehungsweise der da. Ja, also der Song, der ist extra. Der ist an der Stelle, an der er kommt, nicht drin, sondern extra. Mal sehen, wie das so wird. Ja, Leute, viel Spaß mit einer Geschichte aus dem Dorf aller Dörfer, dem Spenzerdorf. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Ost bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spenzer. Tja, Leute, ich bin ja wirklich da. Ja, wenn auch ein bisschen wenig von mir zu sehen ist hier. So. Moment mal. Was ist Moment mal? Ich will das hier wegräumen. Ja, dann tu das doch. Das ist eine gute Tat, Elvis, eine sehr gute Tat. Tja, Leute, was gibt es groß zu erklären? Wir räumen auf, viel wegschmeißen und wenig aufheben, heißt Leute, das. Leute, ich verrate euch mal ein Geheimnis. Oft machen wir es auch umgekehrt. Viel aufheben, wenig wegschmeißen. Ja, Elvis, jedenfalls machen wir jetzt neue Ordnung hier, ja? Ah, da ist es ja. Was ist da ja? Mein Preis ausschreiben. Hä? Und ich hab das so gesucht. Was? Spenzer, damit werde ich ein reicher Mann. Wenn du gewinnst, wenn ja, du gewinnst. Ich gewinne bestimmt. War ja puppenleicht. Hier Bilder von Kakteen. Und was? Hier die Namen dazu. Die musste man richtig zuordnen. Elvis. Hier zum Beispiel gehört der Name Ziegenhörnige Bischofsmütze hin. Wie bitte? Und hier... Elvis! Ja. Elvis, würdest du jetzt bitte erstmal aufräumen? Ja. So. Ach so, Leute. Als erstes mal die Quietschboys. Moment! Bei den Quietschboys singe ich doch heute mit. Auch das noch. Schnell rüber ja. Und du machst Schnipp. Ja, mach Eile, ohne Weile. Ach, Leute, 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 wer hat bloß das Aufräumen erfunden? Leute, die Quietschboys mit Stargast Elvis. Och, Leute, was passiert wohl, wenn Elvis nicht gewinnt? Oh, davon brauchen wir ja wohl kein Lied zu singen. Elvis! Elvis! Wieso kommt er denn jetzt nicht, der Mann? Das gibt's doch nicht. Die singen doch wohl nicht noch einen vierten Vers, was? Leute, Leute, schaut euch mal um hier. Die Unordnung ist immer noch riesig, nicht wahr? Ja, dann guckt euch doch mal den Eisenbahnwaggon an. Wohin damit? Lulu, Liebes, wohin mit dem Bettzeug? Leg sie erst mal auf die Stoffe da. Ja, mach ich. Nein, warte. Oh. Halt! Oh, Moment! Oh, Entschuldigung. Elvis! Ja? Elvis, was ist denn eigentlich los? Nicht nur, dass du ausgerechnet heute mit den Quietschboys singen musstest. Jetzt räumst du auch noch hier auf? Wo soll er denn sonst aufräumen? Bei mir! Bei dir? Ha! Bei mir!
Aber Lulu, bei dir doch nicht. Bei mir, im Studio. Was glaubst du, wie es bei mir aussieht? Und hier? Hier sieht's wohl nicht aus, was? Muss das sein, dass da auch aufgeräumt wird? Da könnte ich ja genauso gut fragen. Könnte ich fragen, muss das sein, dass hier auch aufgeräumt wird? Nee? Hätte man ja vorher absprechen können. Ja, das stimmt allerdings. Wohin mit dem Bettzeug? Hau sie erst mal auf die Stoffe da. Auf die Stoffe da, hat sie gesagt. So, Elvis. Ja. Und jetzt kommst du erst mal mit mir und hilfst mir, ja? Moment mal! Hä? Elvis bleibt hier und hilft mir. Und wer hilft mir, bitte? Elvis nicht. Leute, ich fühle mich bärenstark, ja, weil ich doch im Kaktuspreisausschreiben gewinnen werde. Lulu, du kriegst die Hälfte von Gewinn ab. Und ich helfe allen. Ha. Jawohl, Elvis. Und zwar zuerst mal bei mir, damit wenigstens der Tisch endlich frei ist. Nein, halt! Moment mal! Erst muss der Waggon ausgeräumt sein. Tja. Elvis, komm, los! Hilf mir! Erst die Dame, dann der Herr. Also, Elvis, komm bitte aber bald. Das Studio schreit nach dir. Sag dem Studio einen schönen Gruß und es wird bald wieder wunderschön ordentlich. Lass den Firlefanz! Fass an, Elvis! Komm! Oh, was ist denn hier los? Ja. Dreimal darfst du raten. Das sieht ja gewaltig aus, aber ihr zwei, ihr schafft es schon. Im Studio sieht's genauso aus. Oh. Und alle schreien nach Elvis. Aber ich kann mich ja nicht zerreißen. Aber habt ihr denn nicht besprochen, dass man das nacheinander machen kann? Eben nicht. Gar nichts wurde besprochen. Kasi, du bist doch immer so hilfsbereit. Pass mal auf. Du hilfst hier der Lulu und ich gehe zu Spencer und arbeite im Studio. Was meinst du? Wieso muss bei sowas eigentlich immer der Kasi ran? Hä? Stellt euch mal vor, Nepomuk ginge hier vorbei. Würdet ihr den fragen, ob er hier mal helfen kann? Hä? Also Nepomuk noch. Oder Poldi. Nee, natürlich nicht. Kasi, ich werde ja beim Kaktuspreis ausschreiben gewinnen. Und dann kann ich dir als Belohnung für deine Hilfe so ein kleines... Also, Elvis, damit machst du jetzt alles kaputt. Ich helfe immer gerne, wo wirklich Not am Manne ist. Ich höre immer Mann. Oder Not an so einem schönen Mädchen wie Lulu. Und da will ich dann auch gar kein Geld dafür haben. Aber hier ist gar keine Not. Ihr habt einfach schlampig geplant. An zwei Stellen groß aufräumen, wo an beiden Stellen Elvis gebraucht wird. Nee, tut mir wirklich leid, Lulu. Aber dafür ist Kasi nicht zu haben. Tschüss. Recht hast du, Kasi. Also, ich gehe jetzt mal Spencer helfen. Du bleibst jetzt mal und hilfst Lulu. Vergiss nicht, dass du die Hälfte abkriegst, wenn ich beim Preisausschreiben gewinne. Ha, das interessiert mich einen feuchten Kehricht. Also, ich gehe jetzt mal zu Spencer. Was? Um ihm zu sagen, dass ich zu Lulu gehe. Komm, ja, sofort wieder. Hallo Mona, na, wie geht's? Entschuldigung, hallo Kasi. Hä? Mopsig. Mopsig, wieso? Mein Schwesterherz ist in der Haller Straße und so allein. Ich hätte große Lust, wen reinzulegen. Ins Bett? Nein. In die Badewanne? Nein, jemanden hochnehmen. Ach so, ein Reinlegen meinst du. Reinlegen mit hochnehmen. Ja, genau. Da wüsste ich wen. Wen? Elvis. Der gibt immer so furchtbar an mit seinem Kaktuspreisausschreiben, dass er ganz bestimmt gewinnen wird, sagt er. Er hat mir sogar Geld angeboten, wenn ich helfe. Wie viel? Ich nehme doch kein Geld, wenn ich in Notfällen helfe. Sondern? Ich lege Elvis rein. Mit dir zusammen. Elvis wäre gut.
Was ist das für ein Preisausschreiben? Och, weiß ich nicht. Irgendwas mit Kaktussen. Ich glaube, wenn es mehrere sind, dann heißt es Kakteen. Ja, Kakteen klingt richtiger. Ja, ja, ja. Wie können wir ihn reinlegen? Ihm den Preis wegstibitzen, natürlich nur zum Spaß. Ist nicht so doll. Ihm einreden, dass er den Preis gewonnen hat, dabei stimmt das gar nicht. Ja, auch nicht so doll. Nee. Oh, jetzt habe ich's. Wir sagen Elvis, wenn er gewinnen will, dann muss er die Stacheln an seinem Lieblingskaktus zählen und durchgeben. Ja. Was? Wem durchgeben? Na, telefonisch. Den Leuten, die das Preisausschreiben machen. Und dann? Mensch, Kasi, dann fängt er an zu zählen und telefoniert und telefoniert. Aber der, den er anruft, der weiß doch gar nichts von unserer Reihenlege. Das ist doch der Witz. Der hält Elvis für verrückt. Das ist gut. Genau so machen wir es. Na, los geht's. Na? Sieht ja immer noch gleich aus. Hallo, Leute. Entschuldigt bitte. Ich wollte eigentlich die Quietschboys als Aufräumhelfer haben, aber sie sind gerade mit dem Motorrad weggefahren und das war so laut, die haben mich überhaupt nicht gehört. Ach, dann nehme ich mal eine. Ich komme nur, um dir zu sagen, dass ich zu Lulu gehe. Er kommt, um zu gehen. Könntest du wenigstens ein paar Bücher wegräumen oder ein paar Kassetten? Hm? Meinetwegen, aber nur ein paar. Oh, ich küsse dir die Füße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Na, die sind erst mal weg. Ach. Sag du. Elvis? Hm? Weißt du, was du machen musst, um das Preisausschreiben zu gewinnen? Klar, habe ich doch schon gemacht. Die richtigen Namen unter die Kakteenbilder schreiben. Ja, aber du musst auch die Stacheln von deinem Lieblingskaktus zählen und telefonisch durchgeben. Was muss ich? Die Anzahl Stacheln von deinem Lieblingskaktus telefonisch durchgeben. Hm? Ja. Das ist doch Quatsch. Doch, Elvis, doch. Sonst kannst du nicht gewinnen. Auch wenn du die richtigen Namen wusstest. Also, davon steht nichts im Preisausschreiben. Wo habe ich das denn? Auweia. Abwarten. Das finde ich auch natürlich nicht bei der Unordnung hier. Aber was soll ich? Elvis. Du zählst die Stacheln deines Lieblingskaktus und die Zahl gibst du telefonisch an die Leute durch, die das Preisausschreiben machen, hä? Das ist doch wirklich Quatsch! Du, das wird nichts. Das Gift wirkt langsam. Pass auf! Elvis! Du wolltest doch zu Spencer gehen und ihm sagen, dass du zu mir gehst. Hat er gesagt. Stattdessen schleppst du hier Bücher. Ja, Liebes, ich muss jetzt erstmal die Lieblingsstacheln. Lulu. Liebe Lulu, ich wollte dir schon immer mal sagen, was du eigentlich schon weißt. Elvis muss hier Elvis im Studio. Elvis muss gar nicht. Doch, Lulu. Bei uns stehen die Sachen im Freien. Im Studio regnet's nicht. Och, das ist ja unfair. Jetzt erpresst du mich schon mit dem Wetter. Wenn dein Studio etwas später fertig wird, macht das überhaupt nichts. Hast du eine Elvis? Ahnung? Elvis? Ja, wo ist denn? Elvis! Na, also. Er weiß selber, wo er zuerst gebraucht wird. Leute. Also, sag du. Wir sind keine Leute. Wir haben nämlich zu tun. Wir können leider nicht helfen. Ich möchte ja mal wissen, was es da zum Kichern gibt. Leute, es können jetzt Wetten abgeschlossen werden, ob mein Studio heute noch wunderbar ordentlich sein wird.
Es geht jetzt mal weiter mit der wepsigen Lulu. Elvis, nimm den Ausklopfer und hau die Betten hier aus. Ja, Liebes. 24, 25. Das machst du doch gerne. 26, ja, Liebes. 27, 8. Au! Ach. Du haust so langsam. 33. Vergiss nicht, Lulu. Du kriegst die Hälfte. Lulu. Ja. Oh, Lulu. Also, Lulu, wenn ich den Elvis jetzt nicht endlich bekomme, dann gibt es... Spencer, du langweilst mich. Lulu, ich will doch nichts anderes, als dass wir uns einigen, wie lange Elvis hier bleibt und wann er zu mir kommt. Pass mal auf, es ist jetzt... Wie spät hast du es? Bei mir ist es... Na? Elvis, du haust so langsam! Wo ist Elvis denn? War doch gerade hier. Wahrscheinlich ist er bei dir drin. Nee, du, der ist weg! Hä? Ah, dann ist er vielleicht schon bei mir! Da kommt er. Oh, den Lieblingskaktus im Arm. Und erzähl schon. Psst, nicht lachen. 33, 34, 35, 36. Worüber lacht ihr? Bloß so. So. 37, 38. Lach nicht, wenn ich stolpere. Ach, darüber lachen wir ja gar nicht. Worüber denn? Ihr solltet mir lieber beim Zählen helfen. Oh ja. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich von vorne anfangen. Ihr seid albern. Prima. Dufte reinlege. 44, 45, 46, 47, 48. Hey, Elvis! Poldi! Was redest du da, ohne richtig zu reden? Poldi, ja. Du könntest mir helfen, wenn du willst. Ich will. Und was? Moment. Ja, was denn? Nee, Pumuck, ja. Könnte es sein, dass du mir heute ausnahmsweise mal helfen würdest? Nun ja, du störst zwar beim Schokoladeessen, aber ausnahmsweise heute ja. Wunderbar, wir müssen die Stacheln an diesem Kaktus zählen. Was? Fragt nicht viel, es ist wegen eines Preisausschreibens. So. Fangt schon mal an, ich hol noch Lexi. Lexi. Lexi! Ja? Lexi, könntest du mir helfen? Ja, was kann ich für dich tun? Zählen! Was? Kaktusstacheln, komm! Oh, Moment, ist ja eigenartig. Wieso denn? Ich werde bei einem Kaktuspreisausschreiben gewinnen. Aber ich muss dazu die Stacheln von meinem Lieblingskaktus zählen und durchtelefonieren. Sechs Stacheln! Halt, also so geht das nicht. Was? Wir müssen den Kaktus in 4 Zählzonen aufteilen. Aha. Jeder zählt nur in seiner Zone und die Ergebnisse werden dann notiert und addiert. Also hier ist die Poldi-Zone. Ja! Hier die Nepomuk-Zone. Aha, gut. Hier Elvis-Zone. Ja. Was ist? Irgendein Stachel hat gestachelt. Lexi-Zone. Jetzt von vorn? Ja, natürlich von vorn, sonst kriegen wir keine exakten Ergebnisse. Los. Ein Stachel. Poldi. Ja. Wie weit genau kannst du eigentlich zählen?
Bis 12! Gut, dann zählst du immer nur bis 12. Ja. Ich notiere das dann und das wird dann verrechnet. Ja. Ja, na, ganz schön kompliziert wird das. Ruhe! Hauptsache es wird. Drei Stacheln. Vielleicht wird hier nicht gekichert. Oh, Mona, hast du gekichert? Ich? Nö. Du? Nein. Flexi! Ja, gut, Moment, ja. Mona, du zählst bitte hier bei Poldi mit. Und Kasi... Zwei Stacheln. Kasi, du machst... Hey, wie wär's denn mit ein bisschen Schokolade? Kasi, geh ins Schloss, da liegt Schokolade. Hol sie und fütter uns. Ja, mach ich. Leute! Leute, wir brauchen Leute! Was macht ihr denn da? Ruhe! Das ist für mein Preisausschreiben, Liebes. Wir zählen Kakteenstacheln. Die muss ich durchtelefonieren. Ach, dann gewinne ich und kriegst du die Hälfte. Und ein Stückchen für dich. Und ein Stückchen für dich. Mach das doch stumm! Ach, das sind einfach unendlich viele Stacheln. Ach, wir haben's doch gleich. Kasi, zähl du mal für mich weiter. Oh, du weißt doch, ich kann das nicht so gut. Dann merkt ihr 176. Das wirst du wohl noch können. Hey. Vielleicht können wir auch helfen. Nein, das werden sonst zu viele Zonen. Weiter. 123, 127, 128. Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda. Du könntest das bestimmt viel schneller zählen. Dann müssten wir uns nicht so schrecklich quälen. 438. Was? Du willst doch wissen, wie viele Stacheln dein Lieblingskaktus hat. Ja. 438. Woher weißt du das so genau? Zähl's nach, wenn du mir nicht glaubst. Weg ist es. 436. Ihr könnt aufhören. Was? Wir halten bei 312. Falsch. 438. Ruhe. 312 plus Nepomuk. 126. 312 plus 126. Macht 438. Ja. Das stimmt. Woher weißt du das? Ich hab Galaktika gerufen. Die hat mir das verraten. So, und jetzt muss ich schnellstens telefonieren. Oh, das interessiert mich auch. Mich aber auch. Komm, das müssen wir erleben. Komm mit, Kasi. Oh ja, das wird was. Also, das mit der Gali, das hätte dem Elvis aber auch früher einfallen können. Da hätten wir uns das ganze Zählen sparen können. Aber die Schokolade war prima. Bell mal. 7780. Ja. 7780. Und, willst du es noch hören? Ja. Hallo. 312. 438. Was? Nein. 412. Nein. 438. Nein. 338. Oh. Nein. Was? Erst waren es 312. Ja, und dann hat der Lexi gesagt, 438. Lexi. Und das hat Galaktika auch gesagt. Ja, Galaktika. 438. Versuch's doch mal. Ja, hallo. 438. Hey. Hallo. Was denn nun? Der hat aufgelegt. Ja, eigentlich. Da stimmt doch was nicht. Sag mal. Habt ihr da was erfunden? Psst. Ja, hallo. 438. 438. Rohrpost, ich eile. Wo kommt das her? Oh, ein Preisausschreiben. Gib her, das ging aber schnell. Kaum habe ich die 438 durchtelefoniert, ist das Ding schon da. Moment mal, das ist doch an mich. Was? Ach so. Wieso an dich? Ja. Eisenbahnwagen. Bitte. Ja, aber an Frau Lulu. Verstehst du das? Nee. Leute, ich hab gewonnen. Was? Oh. Du? Ja. Wieso du?
Hast du denn auch an dem Preisausschreiben teilgenommen? Ja, heimlich. Und ich hab's niemandem erzählt. Ist denn das so was? Also das? Wer hätte das gedacht? Hm. Leute, was ich gewonnen habe, das behalte ich natürlich nicht für mich. Oh, bravo, Lulu! Mein armer Elvis kriegt erst einmal die Hälfte. Nein, Lulu. Mhm. Danke. Jetzt ist alles gut. Alles gut? Obwohl du nicht gewonnen hast? Ja, es ist doch dasselbe. Wie dasselbe? Na ja, wenn ich gewonnen hätte, hätte ich doch die eine Hälfte Lulu geschenkt. Genau. Jetzt habe ich nicht gewonnen und krieg trotzdem die Hälfte. Genauso viel, als wenn ich gewonnen hätte. Bloß eins. Hä? Was bloß eins? Also eins verstehe ich nicht. Wieso hat Lulu gewonnen, wo sie doch gar keine Stacheln gezählt und durchtelefoniert hat? Oh, also das verstehe ich auch nicht. Du, Mona? Oh, nee, ich verstehe das auch nicht. Aber ich verstehe das. Elvis, ja? Pass mal auf. Die Mona. Und der Kasi. Was ist mit Mona und Kasi? Emma, warum sagst du denn jetzt nicht Tschüss, Spencer? Na, was sagt ihr nur dazu? Echtes Osterei, nicht? Allein dieses Zählen, da wird man doch, wie soll ich sagen, ein bisschen bekloppt. Ja, aber er ist ja auf diese Art und Weise leider ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, an der Nase herumgeführt worden. Leute, wenn es nicht noch was Neues gibt, frohes Osterfest 2019. Bis dann. Tschüss. Euer Kalle von Spencer TV. Und ich vergesse, bitte Daumen hoch und Abo, wenn es beliebt. Ich freue mich ja, dass das immer weitergeht. Und weiter und weiter und weiter. Wir werden es noch schaffen. Irgendwie. Bis dann.